So, hallo an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob es denn aufnimmt. Es nimmt auf. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein kleines Experiment vor. Aber warum kommt denn jetzt dieses Video etwas später als geplant? Ich hatte dummerweise mit YouTube ein kleines Problem. Mir wurde Urheberrechtsverletzung vorgeworfen. War ein ganz böses Ding. Das ging dann wegen dem Video, was am Anfang zu sehen war. Ja, da kam ja ein Lied, das ich ja nicht, also ich hätte es wegschalten können, aber dann würde ja diese Let's Play-Serie nicht wirklich sinnvoll sein. Und deswegen kommt dieses Video jetzt ein bisschen später. So, was habe ich heute vor? Ich habe vor, heute mal die Polizei ein bisschen zu ärgern. Aber bevor ich das machen kann, muss ich noch ein bisschen Geld verdienen. Weil, jetzt kommt der Witz. Du solltest nachts auf den Straßen sein. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. Genau. Nee, ich mach's gleich. Komm, wir machen's gleich per Nacht. Was habe ich jetzt vor? Ganz einfaches Ding. Es gibt ja in Heat einige Dinge. Ich habe gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das heißt, du meinst es ernst. Sonst wäre ich wohl kaum hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit! Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt! Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Prol vom ersten Abend? Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Ah, schön, ich kann weiterreden. Super. Dex. Oh. Hey, eins meiner Trainingsrennen steht an, falls du also Lust hast. Klar, schick mir die Details. Mach ich sofort. Wir sehen uns dann in Downtown. Okay. Ziemlich intelligent, hündliche Polizei-Akademie. Wer so ein bisschen die Prestige-Reihe kennt, ich sag jetzt mal Most Wanted 2005, ist da immer so ein schönes Beispiel dafür. Und zwar ist da folgendermaßen. Wenn man beispielsweise in Most Wanted 2015 die Cops abhängen wollte, dann braucht man entweder einen genialen Plan, also einen Kuss, der richtig scheiße schnell ist, oder man hat eine der Vielzahlen von Verstecken genutzt. Ich habe da immer gerne die Bushaltestelle verwendet, besonders bei Stufe 6 war das, glaube ich. Sind die dir zwar näher gekommen, aber nach einer Zeit war es das dann auch. Dann konntest du super entkommen. So, hier ist es allerdings so, die Polizei hat immer mehr PS als du. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Königseck haben und
Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist man in der Luft oder am Wasser, dann kommt die Polizei euch auf einen theoretisch wahnsinnigen Das hätte fast geklappt. Warum das so ist? Bleib stehen. Also theoretisch würde ich jetzt hier oben stehen, hätte die Polizei hinter mir, dann würden die mich nicht mehr sehen. Das heißt, ich muss einfach nur Bums, Motor aus, theoretisch, und schon wäre ich für die nicht mehr zu sehen. Die kommen anscheinend mir auch nicht hier wirklich hinterher. So, und deswegen will ich jetzt mal ein Experiment starten. So, hier hätten wir zum Beispiel schon mal ein neues Rennen. Das bringt mich aber ziemlich weit vom Raceway ab. Das ist ein bisschen... Oh, das bringt mich nach Bayview Park. Und das bringt mich auch nach Bayview. Riskiere ich's? Ach komm, ich riskier's und fertig aus ist, weil Gott kann schon... dieses Rennen lang nicht auf eine Verfolgung kann. Und hoffe, dass ich genug zusammenfliege, dass die mir auch folgen. So, und warum ich jetzt gerade so langsam gefahren bin, habe ich jetzt gerade auch mal so mitgekriegt. Mein Controller hat irgendwo Stoppsperre. Das heißt, da hat so sogar für Audi. Habe ich jetzt auch. Thank you.
Ich begegne sogar jemanden. Wie geil ist das denn? Gut. So, der Raceway ist da unten. Das heißt, ich setz mir mal... Es ist ja auch doof. Ich setz mir mal... Entschuldigung, aber irgendwie, wenn wir hier mal die Musik rausnehmen. Hier läuft alles andere als nach Plan. Können wir weitere Hilfe bekommen? Alle anderen Einheiten sind beschäftigt. Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Kommst du da draußen zurecht? Mehr oder weniger. Hä?
Okay, ist vollkommen nachvollziehbar. Sehr nachvollziehbar. Dann war es die falsche Rampe. Aber nicht schlimm, wir haben ja noch welche. Wir haben ja noch welche. Aber wenigstens bin ich ein bisschen aufgestiegen. Also ich will jetzt wenigstens versuchen, bis Heat 10 zu kommen, sprich Level 4. Moment mal, da gibt es noch einen Zugang, wenn ich das richtig sehe. Dann fahren wir da hin. Also jetzt sind die übrigens auch schon. Thank you.
Nähe sein. Also macht euch auf die Suche. Komm mir denn wenigstens da einer entgegen? Nein, warum denn auch? Okay, also dieser Tipp mit dem Raceway und dieses Experiment, was ich jetzt hier gestartet habe, das hat tatsächlich einen Hintergrund. Also ein YouTuber hat das wohl herausgefunden, dass das funktioniert. Der Wagen ist weg, also vergesst es. Ich schau mal, ob ich in den sozialen Medien ein paar Rennevents finde, zu denen ich euch stattdessen schicken kann. Okay, wir brechen ab. Aber wenn wir diesen Racer nochmal sehen, wird er bezahlen. Ach, wie cool. Also, das kann ich jetzt die ganze Zeit mit denen abziehen. Das ist so super. Ich will, dass ich sofort alle an den Wagen dranhänge.
Irgendwer hat die Cops so mächtig verärgert. Hm? Wie bin ich denn jetzt entkommen? Okay. Ist jetzt eigentlich so ein Heat-Rennen? Kann ich das fahren? Ha. Das ist jetzt natürlich sehr ernüchternd. Performance-Bewertung von 139. Okay. Ah doch. Ah, verdammt, da ist er. Ja. Also, Experiment. Geschlagen. Nimm dir den Rest der Nacht frei. Yeah, Baby. Ich habe wieder neue Wagen freigeschalten. Oh, yes. Was? Wie gefällt dir der Showdown? Genießt du den ganzen Zirkus? Ich hatte mehr Zuckerwatte erwartet. Okay, dann werden wir jetzt ein paar Rennen von Derek. Ja, werden wir jetzt mal ein paar Rennen von Derek fahren, weil ich brauche ja jetzt Geld. Ja, yeah. Ich brauche ja jetzt ein bisschen Geld. So. Ja, also jedenfalls. Ich hab das noch nicht mal mitgekriegt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Denn das hat man nicht jetzt tatsächlich übermittelt. Und ich habe das Ziel, was der ein oder andere nicht mitbekommen hat. Stunde kann man auf jeden Fall machen. Hey Dex! Schön, dich wiederzusehen. Ich zeig dir den Weg zur Strecke. Mir nach! Die nächste links. Ah, nicht Lukas diesmal, hm? War ja klar. Rechts abbiegen. Wir sind auf diesen Straßen aufgewachsen. Lukas und ich sind im gleichen Alter, auch wenn er eindeutig verlebter aussieht. Fahr die nächste links. Auf der Strecke, zu der wir gerade fahren, sind wir zu Racern geworden. Ich glaube, es ist eine Art Wasseraufbereitungsanlage. Da hat's gestunken wie in der Hölle.
weshalb sie perfekt war. Dreckige Luft und freie Straßen. Einmal ist Lucas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet. Aber keine Sorge, er ist inzwischen abgedeckt. Jetzt veranstalte ich hier Trainingsrennen für die Neuen, damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert. Und wenn du mich beeindruckst, habe ich vielleicht was für dich, um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen. Klingt großartig. Ab. Da sind wir. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Kohle verdienen. Bei mir dran! Oder geh selbst in Führung! Ja. Ich wirst du nicht so leicht los. Ich bin noch da. Ich warne, ich verliere nicht gern. Sätze sind da, aber ich will dich gewinnen sehen. Wenigstens ein bisschen Geld habe ich bekommen. Das ist es nicht mehr. Wesentlich mehr wert. Aber Geschicklichkeitstest. Denn ich wollte ja ein bisschen Kohle scheffeln. Wie gesagt, ich wünsche euch damit einen guten Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Tag.
euch aufs nächste Video. Und